Archivbilder der russischen Stadt Belgorod unweit der Grenze zur Ukraine. Hier soll es nach Angaben aus Moskau einen Angriff einer, Zitat, nationalistischen Gruppe ukrainischer Kämpfer gegeben haben. Demnach wurde die Stadt mit Artillerie, Mörsergranaten und Drohnen angegriffen. Im Verlauf des Antiterroreinsatzes wurde die nationalistische Gruppe aufgehalten und durch Luftangriffe und Artilleriefeuer ausgeschaltet. Die verbliebenen Kämpfer wurden in die Ukraine zurückgedrängt, wo sie weiter beschossen wurden, bis zu ihrer Eliminierung. Mehr als 70 ukrainische Terroristen wurden getötet, gepanzerte Fahrzeuge und Lastwagen wurden zerstört. Der bislang schwerwiegendste Angriff auf russisches Gebiet macht auch in Moskau Eindruck. Ich glaube, dass die Ukrainer immer draufgängerischer und rücksichtsloser werden. Ich bin empört, wie wohl die meisten Russen. Zu den Attacken bekannten sich zwei russische Gruppen, die ihren Angaben zufolge gegen die eigene Regierung in Moskau kämpfen. Die Ukraine bestreitet, etwas mit dem Vorfall zu tun zu haben. In der Hauptstadt Kiew herrscht trotzdem Freude. Ein lokaler Bürgerkrieg in Russland wäre gut für uns. Dann konzentrieren sie sich weniger auf uns. Seit Beginn des Militäreinsatzes ist die Grenzregion Belgorod wiederholt beschossen worden. Russland erklärt, die Zivilbevölkerung in Sicherheit gebracht zu haben.